fertig. Mhm. Ich warte. Was möchtet ihr? Okay, Rick. Garstiges Viehzeug. Die pulsierende Fleischmasse scheint die Energieversorgung für die Sphäre darzustellen. Wir werden dann natürlich erfinden müssen, sie wieder aufzuladen, wenn ihr nach Katla auf der materiellen Ebene zurückkehren wollt. Ja. Ja, ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Ich warte auf euren Befehl. Es wäre mir lieb, wenn du am Leben bleibst, Keto. Ich warte nun gut. So, dann kümmern wir uns als nächstes, glaube ich, um die hier. Minsk und Bo, ich erwarte auf das bereit. Das finde ich übrigens schön. Der Eisenbohlen kann nichts gegen Keldon machen. Au. Oh, nicht gut. Was braucht leichtfüßig und so? Ja, schon erledigt. Jeder für die Gefallenen. Denn Mist wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Ich bin bereit. Fragt nur. Eure Stunde wird noch kommen. Ihr müsst mir rasch helfen. Was ist Bo ich bin ist bereit. Zu jung, um mich zu rächen. Ich habe gehofft zu schlagen. Um meine was immer ihr wünscht. Das war Minsk. Das war jetzt blöd, dass sie auch aus verschiedenen Richtungen kommen konnten. Wie wär's denn jetzt mit einer zünftigen Prügelei? Hm? Keine große Herausforderung. Ich warte. Nun gut. Nein, du läufst denen nicht in die Fänge. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ich habe getroffen. Aber nichts. Ich bin jawohl. Wie ihr wünscht. Ich habe getroffen. Stunde wird noch kommen. Was ist passiert? Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ich habe getroffen. Aber nichts ist. Ich habe getroffen. Aber nichts ist passiert. Ja. Habt ihr einen Plan? So sei es denn. So. Fragt nur. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Aber nichts ist passiert. Ja, die Lehmgolems, die sind ein Problem. Du hast noch kleine Heilzauber, dann muss ich die mal ein bisschen hier halten. Und oh, au. Ja, aber nichts ist passiert. Ruft euch zu sich. Das ging schnell. Fragt natürlich. War's das jetzt? Ja, das war's nun. Da euch keine besondere Lösung einfällt, füttert ihr das Dämonenherz in eines der zahlreichen Mäuler, das sich im Fleisch der Maschine befindet. Ja. Ja. Das sich im Fleisch der Maschinerie befindet. Einen Augenblick später erzittert die Sphäre und ihr könnt spüren, wie sie sich wieder auflädt. Der Energiekern der Sphäre erwacht zum Leben.
Er krümmt die Dimension, während die Sphäre durch die Ebenen rast. Nach ein paar Minuten kommt die Sphäre mit einem Ruck zum Stehen und der Energiekern erlischt. Die Kugel hat ihre letzte Reise durch die Ebenen hinter sich. Ihr müsst eure Gruppe erst... So, das heißt, wir holen den Nekromanten ab. Und ja, das war die zweite Tür. Ah, wenn wir aus der Sphäre raus sind, erstmal rasten. Ich warte. Und ordentlich rasten. Ich warte auf euren Befehl. Ja. Ja, ich schlage zu. Habe ich eigentlich keinen besseren Trank, den ich ihm geben kann? So, du schlückst einfach mal einen Regenerationstrank. Noch zusätzlich. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Leute, die Tür ist hier. Nun gut. Ja, zum Steuerraum. Der Steuerraum ist in dieser Richtung. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlasst. Was möchtet ihr? Das hatten wir geplündert, ja. Wir sind auf unsere Heimatebene zurückgekehrt. Bitte, bitte, Fremder, denkt an unsere Abmachung. Lasst mich meine Sonne ein letztes Mal sehen. Ja, ich werde tun, was ihr wünscht. Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet. Wenn ihr mich nur tragen könntet. Meine Stärke hat mich verlassen. Meine letzten Augenblicke sind angebrochen. Ah, der Himmel. Nach so langer Zeit hatte ich bereits vergessen, wie er aussah. Ich danke euch. Ich will... Jo, er stirbt. Wir erhalten Erfahrungspunkte. Lavok ist tot, die Sphäre zurückgekehrt. Jetzt können wir nochmal reingucken. Die Sphäre sollte jetzt nämlich keine große Herausforderung stillstehen. Haben wir eigentlich noch das zweite Herz oder ist das jetzt weg? Nö, das hätten wir noch. Dann können wir mal gucken, ob unsere drei Untermieter hier noch da sind, ja. Habt ihr gute Neuigkeiten für uns? Wir sind in meine Welt zurückgekehrt, aber die Sphäre kann nicht mehr zwischen den Ebenen pendeln. Da sind wir hier gefangen. Als Ritter von Solmania werden wir das mit Fassung tragen. Wir wollen eure Welt bereisen und unsere Schwerter und Zehen der gerechten Sache zur Verfügung stellen. Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen. Jo. Ja, wir müssen noch mit Valiga reden. Denke ich mal. Die Sphäre der Ebene ist auf unsere Heimatebene zurückgekehrt und ich habe meinen Teil des Geschäfts, in dem ich Lavok vor die Sphäre brachte und ihm unter seiner Heimatebene sterben zu lassen. Er hat meinen Teil des Geschäfts erledigt. Er verstarb friedlich und sagte kaum etwas zu mir, außer einem kurzen Danke. So. Ich warte. Was immer ihr wollt. Rasten und Valiga aufsuchen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das...
Wenn ich offene Sachen ansehe, steht da nur noch Gelmbels Honorar und die Jagd nach Vadiga Kotala. Und natürlich Kangaks Körper. In 1 sind wir fertig. Und in 2 fehlt eigentlich nur noch das bisschen. Ach ja. Den kannst du auch nicht identifizieren. Nee. Jede Menge Zeug zum Verkaufen. Und Zeug, was wir wahrscheinlich ausmustern können. Oh, Bodhi prügelt sich selber mit Gegnern. Also mit Schattendieben. Wie immer ein Vergnügen. Aber welch eine Verschwendung, euer Blut in die Kanäle fließen zu sehen. Könnt ihr sie hören? Die Ratten singen. Hey, da Talisa. Ja, ich hörte, dass ihr kamt und ich kenne euren Namen. Wir werden uns wieder begegnen, aber für den Augenblick gibt es nur ein paar einfache Dinge, die ihr euch merken müsst. Ich lebe, meine Gefährten leben und die, die gegen uns kämpfen, tun es nicht. Denkt daran bei eurer Suche nach Irenikus und Imuen. Irenikus und Imuen. Ja. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch die Gegenstände, die Keldorm bei sich trägt, identifizieren lassen. Wollt ihr nicht auch ein bisschen metzeln? Hm? Los jetzt, rein ins Blutbad! Nein, ich habe keine Lust zu metzeln. Aber ganz ehrlich, solange wir herumreisen, können wir auch die andere Waffe in die Hand nehmen, dann nervt er nicht so sehr. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Bei mir ist das Bier billig. So, einmal als Händler schlafen. So. Ring der Klugheit. Gilt das auf... Also das... Man kann sich mehr Zauber einbringen. Zweiter Grad. Also zwei Zauber des zweiten Grades. Ein Zauber des dritten und einen des vierten. Gilt das auch für... Kleriker? Nein. Das heißt... Den da möchte ich nicht weglegen. Also muss Emmy auf einen Schutz verzichten. Na, nicht unbedingt. Was ist das eigentlich für einer? Versetzungsumhang. Nee, da ist der Versetzungsumhang irgendwie besser. Langschild plus 1, plus 4 gegen Geschosse. Hm. Also nichts Besonderes. Der Rambok-Ring. Der Träger kann einmal täglich 5 bis 30 Schadenspunkte beim Gegner verursachen. Diese Kraft kann man theoretisch dazu nutzen, Gegner von Brüstungen zu stoßen oder Burgmauern zu zertrümmern. Okay.
Träger erhält Fallenstellen, leise Bewegung und im Schatten verstecken. Dann kriegt das Talisa mal. Ja, und den Rest können wir noch nicht identifizieren, natürlich. Na, macht ja nichts. Ihr müsst... Keine große Herausforderung. Dafür gibt's ja Waukens Promenade. Wobei ich glaube, das mache ich auf dem Rückweg,